Seit 1. Juli 2020 treffen im Tagesbetreuungszentrum in Wieselburg viermal pro Woche ab 8 Uhr Seniorinnen und Senioren ein, die dort ihren Tag verbringen. Ingrid Handel und ihre Kollegen nehmen die Tagesgäste im Zentrum in Empfang. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja, schön. Frau Handel ist bereits zahlreiche Jahre in der Gesundheits- und Krankenpflege tätig. Ihr ist es besonders wichtig, dass Personen im höheren Alter mit Freude älter werden können und sich wertgeschätzt fühlen. Für mich war es ganz wichtig, da herinnen einen Ort zu schaffen, in dem die Menschen spüren einfach, wir mögen uns untereinander, wir unterstützen uns, denn jeder ältere Mensch hat irgendwo Probleme. Ja? Hier herinnen kann man es aber auch ein bisschen vergessen, weil wir einfach schauen, dass sich vieles jetzt ergibt, dass man noch Arbeiten machen kann, dass man sich einbringen kann. Der Tag im Tagesbetreuungszentrum startet mit einem gemeinsamen Frühstück bei Kaffee, Gesprächen oder auch beim Rätseln. Darauf folgt am Vormittag dann das tägliche Gedächtnistraining. Diese Gesprächsrunden finden zu unterschiedlichen Tagesthemen statt und sollen das Gehirn aktivieren. Und das muss man sich jetzt nicht so theoretisch vorstellen, jetzt dadurch Zählen ausfüllen, lernen oder so irgendwas, sondern das macht schon alleine, dass man sich Gedanken macht, dass man spricht, dass sich wieder im Gehirn vieles bewegt. Ja, und wir nennen es ja auch sehr gerne Gesprächsrunden, weil es nicht so theoretisch klingt. Der Ton macht die Musik. Zur Mittagszeit wird im Tagesbetreuungszentrum wieder gemeinsam gegessen. Dafür gibt es jeden Tag ein Menü mit Speisen, aus denen ausgewählt werden kann. Die Suppe und die Nachspeise werden von den Tagesgästen gemeinsam zubereitet. Dabei helfen alle zusammen. Aber jetzt haben wir da die Möglichkeit, dass wir das wirklich vor Ort machen. Dadurch riecht es dann sehr gut nach Kuchen. Das regt auch wieder an, dass man eigentlich Freude hat zum Essen. Und in der Gesellschaft macht es einfach viel mehr Spaß. Und man freut sich einfach auch, wenn man seine eigene Suppe isst, wenn man seine eigene Nachspeise isst. Gekocht wird mit frischen Zutaten, wobei auch viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung gelegt wird. Nach dem Mittagessen gibt es dann die Möglichkeit, eine Mittagsrast einzulegen. Die Leute genießen das, wenn sie einfach diese Mittagspause haben. Die rosten auch sehr oft hier zu Hause. Und die können teilweise auch wirklich gut schlafen und sind somit wirklich richtig gut ausgerastet. Viele Menschen zu Hause haben noch ein Bedenken, schaffe ich das den ganzen Tag? Daheim sitze ich ja da nicht, da tue ich einmal nichts und jetzt soll ich den ganzen Tag da irgendwo sein. Das ist mir viel zu anstrengend. Aber sie merken, wenn sie bei uns noch erinnern, so, ah, das geht eigentlich ganz leicht. Ich gehe nachher wieder rosten, dann lege ich mich da rein und dann bin ich wieder erholt und entspannt. Dann gibt es einen guten Kaffee und einen Kuchen. Nachmittags betätigen sich die Tagesgäste meist kreativ. Wir sind ausgeschieden worden aus einem größeren Sack und sie tun jetzt zusammen, damit wird das wieder verwertet. Ob singen, basteln oder einfach gemeinsam plaudern. Wenn das Wetter passt, oft auch an der frischen Luft. Der Spaß, die Freundschaft und die Gemeinschaft stehen dabei immer im Vordergrund. Es ist unheimlich schön anzuschauen, wie die Menschen da sich gegenseitig unterstützen, wie sie einfach lachen, wie sie miteinander arbeiten und mit wirklich viel Freude nachher nach Hause gehen. Und das kriegen wir auch immer wieder als Rückmeldungen, ja, dass die Menschen teilweise wieder aktiver werden, mehr sprechen daheim, besser schlafen, weil sich einfach am Tag was tut bei uns herinnen. Der Körper und der Geist sollen so lange wie möglich gesund bleiben. Dazu trägt vor allem auch der strukturierte Tagesablauf mit den unterschiedlichen Tätigkeiten bei. Die Gäste kommen auf alle Fälle gern ins Zentrum. Und es ist auch so, dass wir immer wieder erleben, dass Menschen sagen, ich muss heute in die Tagesbetreuung gehen, die brauchen mich dort. Ja, dieses Gefühl vermitteln wir, dort kehre ich hin, da werde ich gebraucht, da habe ich Aufgabe, da möchte ich hingehen. Und das ist wirklich so, auch für uns immer dieses Erlebnis. Man, ist das schön, sie sind glücklich erinnert, sie erzählen uns, was es Neues gibt. Und sie beschäftigen sich untereinander, es entsteht unheimlich viel schöne Dynamik. Abends haben die Senioren, die in Wieselburg leben, auch die Möglichkeit, mit dem Stadtwiesel wieder nach Hause zu fahren. 4 Tage in der Woche hat das Tagesbetreuungszentrum für Senioren bis zu einer Pflegestufe 4 von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Das Zentrum ist dabei ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtgemeinde Wieselburg und der Gemeinde Wieselburg-Land.
Ja, es ist ein gemeinsames Anliegen der beiden Gemeinden Wieselburg-Stadt und Wieselburg-Land, dass unsere Älteren, die Betreuung untertags brauchen, hier eine gute Tagesbetreuung haben, und damit ist diese Einrichtung hier geschaffen worden, worauf wir sehr stolz sind, und wie man sieht, wird das auch sehr gut angenommen. Man braucht einfach unbedingt Beschäftigung und ein Lebensziel, und in so einer Tagesbetreuungsstätte, glaube ich, kann das am besten übermittelt werden. Man ist zwar nicht daheim, aber doch zu Hause.